heiße Imad Mokadem, werde schon 35, bin sozusagen der Opi im Team, bin seit über 4 Jahren dabei. Ich bin dabei seit dem ersten Jahr vor dem Kroatia-Berlin-Spiel, Viertelfinale, in der Wandsbek-Halle war das. Da hatte Uno mich mal angesprochen und hat mich zum Turnier eingeladen in Gistacht. Und das war dann sozusagen der Türöffner für mich bei den Panthers. Also vom Ergebnis die Höhe natürlich, die tut natürlich weh. Wir wussten, dass es sehr, sehr schwer wird. Mit einer Niederlage haben wir auch natürlich schon gerechnet, aber meiner Ansicht nach ist es dann doch 4, 5 Tore zu hoch ausgegangen. Ich glaube, wir könnten besser damit leben, wenn es irgendwie 6, 7 gewesen wäre, ist ja klar. Aber 11 Tore, das tut schon weh. Tut mir auch leid für Jalle, ne? Der das ein oder andere Mal stark gehalten hat. Ohne Taktik kannst du nicht bestehen. Es ist einfach unmöglich. Und wir sehen halt, dass ohne Training, ne, ohne das Training, was wir bräuchten, einfach wesentlich mehr Einheiten, um das zu erreichen, was die anderen erreichen. Wesentlich mehr Mittel, das ist einfach nicht machbar, ohne diese Mittel. Und wie gesagt, also wenn wir die Möglichkeit hätten, so oft zu trainieren wie unsere Gegner jetzt, dann müssten wir uns auch vor denen nicht verstecken. Das sind keine Unmenschen. Ich glaube, dieses Wort Elite-Runde, war einfach so heilig für uns. Wir haben darüber so oft geredet, wisst ihr, und wer da spielt und wie das Niveau ist. Und dass wir das jetzt miterleben dürfen, ist natürlich wirklich unfassbar heftig. Ist eine Ehre. Ich denke mal, darum beneiden uns einige.